unterhalten mit einem sehr erfolgreichen Fotografen, der zu Hause ist in Los Angeles und heute Morgen bei Guten Morgen mit Sat.1 zu Gast ist. Ich begrüße ganz herzlich Volker Korell. Guten Morgen, Herr Korell, herzlich willkommen. Ich habe eben gesagt, ein sehr erfolgreicher Fotograf. Nun gibt es Millionen Menschen auf der ganzen Erde, die gerne fotografieren und die genauso erfolgreich werden wollen wie der Herr Korell. Jetzt sagen Sie denen bitte mal, wie man es macht. Ja, immer dranbleiben. Nicht fragen, fotografieren. Ja. Erst kommt das Foto und dann hinterher fragen. Ja, aber nun stellt sich natürlich die Frage, dran sind viele, aber oftmals nicht an den richtigen Projekten. Wie suche ich mir dann das richtige Objekt aus, das ich fotografieren will? Woran erkenne ich, woran weiß ich als Fotograf, welches das Wichtige, das Gute, das richtige Motiv ist, das A nicht nur gut wird, sondern sich B auch noch gut vermarkten lässt? Das ist natürlich immer die Gretchenfrage. Was kann ich verkaufen? Ich weiß es manchmal auch nicht. Es ist einfach, man fotografiert ja auch mehr, als man verkaufen kann. Man geht hin, macht ein Foto und sagt, das könnte gut sein, das interessiert jemand. Primär fotografiere ich ja nicht für mich. Also als Profi fotografiere ich für ein Medium, das ist Zeitung. Ja. Und ich frage mich immer, da interessiert das jemand, will das jemand lesen? Und wenn es jemand lesen will, dann will es auch jemand kaufen. Und das macht den Erfolg dann. Also die richtigen Sachen fotografieren. Also ich habe mich spezialisiert mehr oder weniger auf Menschen und ich mag Hard News, also Nachrichten. Und da ich in Los Angeles lebe, mache ich natürlich auch viel Stars. Mhm. Und diese Kombination zusammen, aber es gibt Leute, die machen Natur und sind ganz toll drin und sehr erfolgreich in Naturfotografie oder manche machen Sport. Und das ist eigentlich das Tolle auch in der Fotografie. Jeder findet seine Nische, wo er das macht, was ihm Spaß macht. Und Fotografie macht einfach Spaß, ja. Auch als Beruf. Ja. Es ist natürlich klar, dass wir Sie gebeten haben, uns ein paar Bilder mitzubringen, Herr Korell. Und wir sollten unseren Zuschauern zunächst mal die Bilder näher bringen, die wir hier im Moment auf dem Tisch aufgebaut haben, die nicht, sage ich mal, mit kommerziellen Hintergedanken wahrscheinlich fotografiert sind, oder doch? Ja, doch. Die drei Bilder sind jetzt Teil eines Buches, was ich gerade gemacht habe. Das Buch heißt People of Hollywood, die Leute von Hollywood. Ja. Und wer in Hollywood war, weiß, da gibt es eigentlich keine Stars. Es gibt einen Haufen Verrückte, aber die Stars, die sind in Malibu, in Beverly Hills, das sind die Leute von Hollywood. Und es sind ganz tolle Leute an sich, interessante Leute. Und da habe ich 120 Leute fotografiert, schwarz-weiß, alle im gleichen Stil. Und das sind drei Bilder davon. Das Gesicht war gut, ne? Ja. Der hatte diese Augen und. Mhm. Und dann habe ich ihn fotografiert und dann hob er da so die Hand und so. Und ich fand, das war einfach ein gutes Bild. Ne? Ja, und ist es auch eins. Welche Geschichte? Und das ist eigentlich das Schöne, hinter jedem Menschen ist ja eine Geschichte. Ja. Und eigentlich auch eine interessante Geschichte. Das ist ein Musiker in Hollywood, in einem Jazzlokal. Und der hat sich Charlie Parker, sein Idol, in den Arm tätowieren lassen. Wie lange dauert es denn, ein solches Bild zu machen? Es ist ja so fantastisch fotografiert, dass man den Charlie Parker auf dem Arm so unheimlich gut erkennt. Wie lange haben Sie da eine Sitzung mit so einem Mann oder ist das... Das ging in der Pause. Wir haben das auf der Straße fotografiert, eigentlich an der Tankstelle. Da habe ich mein weißes Papier aufgebaut, eine Blitzanlage, Generator. Und dann kam er raus und da haben wir, ich weiß nicht, 10 Aufnahmen gemacht. Also verhältnismäßig wenig, ein Film. Also keine lange Vorbereitung, nee. Termin für Studio, nee. Und im Studio richtig ausleuchten, nee. Und so weiter. Also viele dieser Aufnahmen sind auf der Straße gemacht. Und das, ja. Hat eigentlich auch Spaß gemacht, weil es spontan war. Ich habe jemanden gesehen und gesagt, wohin kommen Sie her? Ich möchte Sie gerne fotografieren. Mhm. Und in Amerika sind die natürlich toll. Sure. Ja. Ja. Ich bin am Santa Monica Boulevard, da bin ich mit meinem Auto gefahren. Und der war ganz eingeölt. Und das ist ein Strichjunge. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren könnte. Aber er ist nicht nur ein Strichjunge, er sagte gleich zu mir, oh, it's great, fotografieren Sie mich, weil in 3 Monaten bin ich ein ganz berühmter Pornostar. Mhm. Also jeder in Hollywood ist in 3 Monaten Star. Wann war das? Das war vor 6 Monaten. Es ist ja nicht nur so, dass man jemanden fotografiert und er tot oder was. Mhm. Sie haben Stichwort Stars vorhin schon genannt, auch mal zu denen kommen, die Stars sind oder sich zumindest als Stars verkaufen. In unserem Computer haben ist ein Bild von einer Oscar-Verleihung. Ja. Warum dieses Bild? Wessen Hände sind das, die Oscars halten? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Das sind 3 Leute, die haben den Oscar gewonnen. Aber ich fand es einfach ein schönes Bild, weil es ist stark und Erfolg. Und das ist der Moment, wo jeder, der in der Filmbranche ist, eigentlich wartet drauf. Ja? Die Zeitung, solche Bilder, das läuft dann weltweit und auch über Jahre, weil das ist immer ein Bild, was man wieder machen kann. Also ich verkaufe nach Italien, nach Skandinavien, in Amerika. Jetzt haben wir ein weiteres Bild von einer Dame, die gern von sich reden macht und sich natürlich auch entsprechend gern zeigt. Die Dame, nämlich Shasha Gabor, muss man nicht überreden, sich fotografieren zu lassen, sie ist oder? Wunderbar. Also wenn sie alle wären wie Shasha Gabor,
Also unser Leben wäre sehr einfach. Mhm. Also Zsa Zsa ist eine der alten, der letzten großen Leute, die wissen, wie man Presse macht oder wie man fotografiert wird. She just loves it. Zsa Zsa ist toll. Sehr erfolgreiche Mann, Silvia Seidel, die hier durch eine Fernsehserie sehr bekannt wurde. Nicht, aber sie ist ja noch sehr jung, ja. Und da kommt bestimmt auch noch was. Und Amerika ist schwer, eine Karriere zu machen. Und viele Deutsche haben es ja versucht und versuchen es immer noch. Und das ist eben nicht so einfach wie in Deutschland. Mhm. Sind Sie da mit ihr an den Strand gegangen, an den Ozean? Haben Sie da die Übungen machen lassen, Sprünge vollziehen lassen, um sie in ihrer Art darzustellen? Oder ist das, ja, und das hat ihr auch Spaß gemacht. Ja. Sie ist nun Tänzer, rapiert werden. Ja. Wir hatten beide das richtige Feeling für den Moment und ich finde es eine sehr schöne Aufnahme. Mhm. Das sind die Stars, die Sie fotografieren, aber Sie kümmern sich auch, wenn ich das richtig sehe, um soziale Probleme. Drogen. Hier haben Sie einen Menschen fotografiert, der Crack raucht. Ja. Ist das für Sie, Herr Korrell, ein Festhalten eines Augenblicks? Ja, also solche Geschichten gehen einem nahe, weil das ist eine ganz traurige Sache im Grunde genommen. Sie lernen jemanden kennen und Sie wissen, der ist verloren, der ist... Da kommt nichts mehr, weil wer Crack raucht, da ist kein Ausweg raus. Ne? Mhm. Und das ist schon schade, weil das sind Zombies, das sind lebende Leichen. Ne? Mhm. Aber das kann ein Fotografen nicht daran hindern, diese, wie Sie sagen, lebende Leiche im Bild noch einmal festzuhalten. Wofür? Einfach weil es da ist, muss es fotografiert werden, muss es dokumentiert werden. Und da ist natürlich jeder Betrachter, findet seine eigene, was er darin sehen will. Ne? Mhm. Mhm. Aber für mich ist einfach wichtig, das zu zeigen, die Realität zu zeigen. Und das ist nun mal die Realität. Was ist das für eine bunte Mauer? Ist das ein Bild, das Sie abfotografiert haben oder eine tatsächlich existierende bunte Mauer? Das ist eine Mauer in Downtown Los Angeles, wo Skid Row ist, wo die Penner rumliegen. Und ich fand die Mauer an sich sehr schön und dann lag auch noch ein Penner da. Und ich fand eigentlich diese Symbolik des Bildes, die beiden, das passte einfach zusammen. Ne? Aber ich habe natürlich immer meine Kamera dabei, wo immer ich hingehe, ich habe eine Kamera dabei, ich sehe sowas, fotografiere ich. Ne? Jetzt sagen Sie doch zum Abschluss, ist schade, wir müssten doch eine halbe Stunde haben, wenn wir so viel erzählen. Den vielen Menschen, die zu Hause sitzen, auch gerne fotografieren. Was ist das Wichtigste? Immer den Fotoapparat bei haben Sie eben gesagt? Ja, also... Und wahrscheinlich nicht an irgendeinem Objekt vorbeigehen, sondern das, was halbwegs interessant erscheint, auch festhalten. Ja, immer fotografieren und das Billigste ist immer noch der Film. Ich finde, die Leute kaufen sich immer ganz wahnsinnig teure Kameras und dann sparen sie am Film. Der Film ist das Wichtige, das Foto ist das Wichtige, die Kamera ist im Grunde genommen unwichtig. Das ist nicht das, was das Bild macht, das ist das Auge, der Mensch, das Sehen. An welcher Geschichte sind Sie jetzt dran im Moment? Jetzt will ich erstmal das Buch verkaufen und das ist meine Geschichte. Also jetzt gehe ich auf die Buchmesse und suche einen Verleger für das Buch. Also dann bin ich überzeugt, dass uns viele Verleger heute zugehört haben, zugesehen haben. Und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Gespräche und vor allen Dingen weiterhin den erfolgreichen Druck auf das berühmte Knöpfner-Fotoapparat. Vielen Dank. Danke Ihnen.